So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauer, wieder zurück auf unsere Kampagne. Wir haben schon mal vorbereitet, wir haben jetzt ein bisschen Werbung hier gemacht und gehen jetzt mal rein in unseren Laden und werden jetzt die Kampagne 2 machen. So, Zinsen müssen wir nicht zahlen. XP ist klar, haben wir nicht bekommen. Und unser Konzern hat jetzt schon ein Vermögen von 143 Euro. Was schon mal sehr, sehr, sehr gut ist. Ist natürlich nicht reichend. Wir haben ein bisschen Geld und jetzt soll ja hier so sein, dass ja jetzt hier Neues geändert worden ist. Auch dieses wollen wir uns mal gucken. Wollen wir hinzufügen. Mindestlager jeweils 1 bestellen, wurde abgegeben. Nachverkommen müssen wir nicht. Bestellverlauf gespeichert haben wir natürlich nichts. Ja, und jetzt heißt es, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, erstmal hier warten. Wir können natürlich keine Leute einstellen. Soweit sind wir hier noch nicht. Sind wir noch nicht in dieser Kampagne. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Geld bekommen, um die Kampagne 2 abschließen zu können. So, unser Laden hat jetzt geöffnet. Auch das ist, gibt es keine Änderung drin. Also ich kann hier ehrlich gesagt keine feststellen. Bis auf eben, wie gesagt, die Figuren wurden geändert. Und natürlich die auch rumlaufen wurden geändert. Ansonsten kann ich hier so nichts fest. Irgendwie stimmt hier was mit meiner Maus nicht. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir eventuell Werbung machen können. Wir können hier draußen ein bisschen Werbung machen. Ist natürlich auch wichtig, um dass wir einfach hier Kundschaften reinkriegen, weil schließlich wollen wir ja auch schnell diesen Umsatz machen. Das sieht gut aus. Thank you. Gut, der wollte jetzt nicht so lange warten. Auch das ist normal. Wollen wir da noch mal ein bisschen helfen? Ist immer, sage ich mal, eigentlich recht wichtig. So, der wollte nichts kaufen. Der ist weggegangen. Wir gucken noch mal, ob wir noch einmal einen Tick hoch machen können. Ne, können wir nicht. Und dann würde ich sagen, abschließen. Er ist zufrieden. Das ist immer wichtig. Wollen wir uns schon mal in die Kasse stellen. Und dann mal gucken. So, 74 Euro haben wir schon verkauft. Auch hier könnt ihr es immer feststellen. Wie weit sind wir? Wir müssen, wie gesagt, 1300. Wir haben gerade mal 74 eingenommen. Jetzt haben wir 40. Wie gesagt, hier eine Information. Dann habt ihr diesen Pokal und dann könnt ihr hier mal nachgucken. Das ist eure Missionsauftrag. Und hier habt ihr dann den Gesamtumsatz. Liegt derzeit bei 114,40. Das ist das, was wir eingenommen haben. Wir müssen natürlich jetzt noch 1200 und ein paar gequetschte. Dann noch mal gucken, ob wir noch mal draußen ein bisschen Werbung machen können. Wir nehmen den mal. Er sieht so aus, als wenn er Geld loswerden möchte. Das sieht eigentlich recht gut aus. Jetzt müssen wir mal in den Laden rein. Das sah nicht gut aus, das ist schade. Und wollen mal hier zu ihm hin. Na, ich will zu Ihnen. Ah,
Hat zu lange ihm gedauert. Also um so mehr Geld die haben, um so dauert das. Wollen wir einfach mal machen. Also wie gesagt, das sind immer so die Missionen. Klar, am Anfang dauert das immer ein bisschen. Wird auch nicht gerade viel gekauft. Da werden wir aber auch, denke ich mal, gleich eine Änderung reinmachen. Indem wir einfach mal hingehen. Und dann lass uns mal gucken. Wir wollen das teuerste mal nehmen. Das ist immer auch ganz wichtig, dass man echt das teuerste anbietet. Wahrscheinlichkeit, dass man dann einen schnellen Umsatz macht, ist höher, als wenn man die Sachen verkauft, die ein bisschen billiger sind. Hier hätten wir, ich glaube, so nennt haben wir schon. Nehmen wir davon mal 5 Stück. Das Einzige ist ja echt, was ein bisschen teurer ist. Nehmen wir davon auch mal 5 Stück. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nehmen wir da mal 5 Stück von. Und hier 5 Stück von. Und dann gehen wir mal auf den langärmigen. Ja. Da hätten wir schon was wieder verkauft. Mal gucken, was wir da haben. 6,16 € ist bis jetzt, was ich sehe, 16,90 das teuerste. 13, 11, 14. Wenn ich richtig sehe, ist diese 16,90 € momentan das teuerste, was wir an Artikel haben. Da haben wir nachbestellt. Dann nehmen wir einfach hier 5 Stück. Hier 5 Stück und wir nehmen hier 5 Stück. Und wollen wir mal gleich ihn abkassieren. Dann wollen wir noch mal kurz in den Schuhenbereich reingehen. Und da nochmal gucken, was hier so 13, 18, 20, 22, 16, 18, 20 ist so nichts drin. Teurer 35, 10, das sieht gut aus. Fünfunddreißig, 10. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach die 35, 10. So, jetzt sind die natürlich gerade ein bisschen nervig. Was hatten wir gesagt? 35, 10. Nehmen wir hier 5 Stück von. Na, gucken wir mal, stilvoll. 33, 34, 44. Und dann nehmen wir hier 44, 5 bestellen, nicht genügend Geld. Und dann müssen wir jetzt dann kurz warten, bis wir genügend Geld haben. Weil das wurde doch, wir müssen jetzt 1092 haben, um die Sachen bestellen zu können. Und hier gehen wir dann jetzt einfach hin. Das können wir auf 5 lassen, wenn das ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Genau, wir haben auch nichts mehr im Lager. Dann lasst uns mal hoffen, dass wir hier dieses Geld reinbekommen. Wir können nochmal gucken, was unsere Mission sagt. 462 haben wir es jetzt schon verkauft. Wir haben bis 22 Uhr auf. Also wir könnten den Tagesumsatz von 1300 € heute noch hier auf. Füllen.
ich dazu sagen muss, wir haben 10 Uhr und haben noch nicht mal die Hälfte. Ja. Also das könnte eine sehr enge Geschichte werden. Mal gucken. Excuse me. Dann wollen wir dem mal kurz helfen. So. Gehen wir hier mal hin. Das sah gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wieder gut aus. Perfekt. Thank you. Er ist wieder glücklich und zufrieden. Hey, have a minute. Ja, ich kann gerade nicht. Müssen Sie sich bitte einen Moment gedulden. Jetzt hätte ich Zeit für Sie. Die ist ein bisschen hartnäckiger, sehr hartnäckig. Immer noch sehr hartnäckig. Ja, das war nichts, auch das kann natürlich passieren. Ich will mal gucken. Vielleicht brauchen wir die Artikel auch gar nicht bestellen. Und wir würden den Umsatz auch so reinbekommen. Ein bisschen Geld müssen wir noch machen. Wie gesagt, wir brauchen 1000 noch was. Wir würden jetzt ein bisschen vorspulen. Würde ich sagen, wir spulen jetzt ein bisschen vor bei dieser Mission. Wie gesagt, wir gucken mal, vielleicht haben wir auch Glück und wir brauchen hier echt keinen Artikel nachbestellen. Weil die Mission sieht eigentlich recht gut aus. Ich würde einfach sagen, wir bestellen einfach nach. Weil es ist ja Gott sei Dank nicht unser Geld, was wir hier ausgeben. Es könnte funktionieren, weil gesagt, wir haben ja bis 22 Uhr auf, es könnte auch mit den Klamotten richtig passen. Hey, have a minute. Ohne dass wir hier irgendwie nochmal nachbestellen müssen. Weil der Laden läuft an sich auch. Das hat funktioniert. Der hat natürlich hässliche Haare. Aber auch das finde ich gut. Auch hier ist wirklich geändert worden. Auch die Haare sind geändert worden. Gar nicht so schlecht. Einziger Nachteil ist jetzt hier irgendwie ein bisschen. Ja, ich komme ja schon. Ja, ich glaube noch nicht mal, dass wir echt. Wir hätten das gar nicht nachbestellen brauchen. Nicht mehr das so richtig hier anguck. Hey, have a minute. Thanks.
Ja, wie gesagt, das sah gut aus. Bin hier nochmal gucken. Achso, wir gehen hier nochmal hin. Wir machen jetzt einfach mal die Ware auspacken. Wir haben irgendwie die Ware nicht bekommen. Ist ja auch kein Wunder. Wir sollten ja auch mal vielleicht unseren Lieferanten ja, anrufen, ne? Ja, ich weiß, wir haben so gut wie keine Klamotten mehr. Aber der Lieferant kommt mit neuen Sachen. So, wollen wir mal eben kurz auspacken. Nicht genügend Platz. Ja, das ist aber auch normal. Das ist auch nicht so dramatisch. Also das ist mir aufgefallen, dass die sehr, sehr lange jetzt allerdings braucht, um wirklich die Ware auch auszupacken. Was natürlich immer sehr blöd ist. Jetzt gehen wir mal hier hin und gucken hier mal eben. Hier nochmal auspacken. Aber ich wusste auch gar nicht, dass wir dort noch Schuhe drin haben. Ja, aber ich glaube, das ist die Ware, die wir noch nachbestellt hatten. Irgendwas war doch da. So, wollen wir hier nochmal gucken. Hier haben wir nichts drin. Hier hatten wir aber noch Sachen drin. Und dann gehen wir jetzt eben kurz zur Kasse. Diesen mal eben kurz nachbestellen. Achso, der will jetzt auch zur Kasse. Und sogar geschafft. Wir hätten gar nicht nachbestellen müssen. Das war die Mission. Die zweite Mission. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Aber wir gehen jetzt zusammen noch in den Laden rein. Und würde sagen, unsere Firma hat noch hat jetzt 793 Euro. Schon mal unser Konzern an Einnahmen. Wie gesagt, ich danke euch für es schauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschauen würdet. Natürlich machen wir da weiter die Kampagne. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.